Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Bergen Konga Crafts. Heute für die Stoffschmiede. Heute möchte ich euch mal ein wenig über den Baumwollklassiker erzählen, damit ihr euch besser entscheiden könnt, ob ihr euer Muster genau auf diesen Stoff druckt. Der Baumwollklassiker besteht zu 97% aus Baumwolle und 3% Elastan. Elastan ist eine hochdehnbare Chemiefaser. Der Baumwollklassiker hat 200 Gramm auf den Quadratmeter und ist gewebt 1,40 Meter breit. Viele von euch möchten wissen, wie so ein Stoff eigentlich fällt, wie er im Fall aussieht. Also, wie er fällt, das kann ich euch zeigen. Lacht nicht, jeder Stoff fällt anders da. Nehmt ihr jetzt zum Beispiel einen Seidenstoff, dann fällt er wesentlich leichter und langsamer und sanfter auf den Boden als wie dieser Baumwollklassiker. Zum Beispiel habe ich jetzt hier einen Stoff, der hat 130 Gramm auf den Quadratmeter. Der fällt wieder ganz anders da. Seht ihr? Der fällt langsamer. Also der Fall ist sehr stabil, er ist fest, also es fällt nicht in sich zusammen. Die Falten bleiben schön in der Form, also auch sehr gut geeignet, um Vorhänge zu nähen. Wie schon gesagt, der Stoff ist in der Breite 1,40 Meter breit und lässt sich in dieser Breite dehnen. Also, wenn man jetzt hier festhebt, dann kann man ihn wunderbar mit etwas Kraftaufwand dehnen. Er ist stabil, also man merkt schon, es ist schon Widerstand da, aber er lässt sich bis zu einem gewissen Grad dehnen. Also wenn ihr eng anliegende Kleider haben möchtet, in denen ihr euch noch bewegen wollt, aber nicht zu dehnbar sein sollte, der Stoff, ist dieser eigentlich sehr gut geeignet. Also in der Breite dehnbar, aber in der Länge fest. Dieser, ich sage jetzt mal normale Baumwollstoff, der aus 100% Baumwollstoff besteht, Moment, das kann man auch immer gut testen. Ihr seht, das ist ein normaler, ohne Elastan und der lässt sich jetzt nicht so sehr dehnen wie der Baumwollklassiker. So, dann haben wir noch mit dem Zerknuddeln, also sprich mit der Faltenbildung, mit dem Knittern. Hier von dieser Seite seht ihr es besser. Also jetzt sieht er ja ziemlich glatt aus. Und jetzt knull ich ihn richtig zusammen, also richtig. Und ihr seht, es ist eigentlich sehr wenig zerknittert. Also ich mache es nochmal richtig fest. Es sind zwar ein paar Knitter drin. So, von dieser Seite noch. Aber nicht so arg. Und man könnte das dann noch mit den Händen ein wenig glatt ziehen. Und es wäre nicht mehr ganz so schlimm. Und ihr hört auch, Moment, und ihr hört ja auch an dem Knittern, wie stabil der Stoff ist. So, dass die Länge richtig stabil und das in der Breite, wo man ja dehnen kann. Also der Stoff ist ganz toll. So, und nun die Lichtdurchlässigkeit. Ich habe hier einen Halogenstrahler, der hat, was hat er denn, 300 Watt. Und ich hebe jetzt diesen Stoff, den Baumwollklassiker, direkt davor. Schaut. Und jetzt als Beispiel hebe ich noch diesen normalen Baumwollstoff mit 130 Gramm rein.
Seht ihr diesen Unterschied? Scheint voll durch. Ja, und vom Glanz des Stoffes, der Stoff ist so dicht gewebt und fein gewebt, dass er einen leicht, ganz leicht seidigen Glanz hat. Das bekommt man irgendwie gar nicht so richtig auf die Kamera. Ich versuche es zwar jetzt ein bisschen zu drehen und zu wenden, aber ja. Also es ist ein wirklich schöner Stoff. Wenn ihr euren Lieblingsstoff dann geschickt bekommt, dann ist er schon gewaschen und gebügelt. Und weiterhin solltet ihr ihn auf 30 Grad im Schonwaschgang waschen und auf links bügeln und wenn es geht, nicht trocknen. Das tut dem Stoff nicht gut. Im Prinzip so gut wie für alles. Für Kleider, für Vorhänge, für Taschen, für Beutel, für so S-Bahn-Drills, die man selber nähen kann, könnt ihr es auch nehmen, da er auf der Breite her dehnbar ist, eigentlich perfekt. Für Gürtel, für Stofftiere, was gibt's noch alles? Pinselrolle, Tablethülle. Also es bleibt nichts offen. Ich hoffe, ich konnte euch die Qualität des Baumwollklassikers etwas veranschaulichen.